Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich möchte heute mit euch über den Lynx 6x6 sprechen. Ich habe ihn bis jetzt auf meinem Kanal noch gar nicht vorgestellt und grinde den gerade auf meinem Beginner-Account, einfach weil ich bei T17 die Kampagne mitfahre und neben dem M48 Petten noch einen Light brauche. Und leider, auch wenn mir das selber gar nicht so gut gefällt und ich denke vielen von euch da draußen geht es ähnlich, leider ist der EBR 105 auf Tier 10 zumindest bei der Kampagnen, bei den 10er Kampagnen mittlerweile ein Must-Have-Panzer im Team. In Randoms sieht es nicht anders aus. Er geht einem ungeheuer auf den Sack. Trotzdem glaube ich, dass es einige von euch da draußen gibt, die vielleicht in der gleichen Situation sind und die vielleicht auf der einen Seite wissen möchten, was kann der Panzer jetzt eigentlich, und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen, wie man den spielt. Wie gesagt, ich grinde die Reihe auf meinem Anfänger-Account, um dann den EBR 105 für den Clan T17 in der Kampagne anbieten zu können. Das ist der einzige Grund. Und jetzt sehen wir hier schon einen Panzer, den EBR 75, mit dem ich ihn gerne vergleichen würde. Der EBR 75 FL10 ist leider, muss man sagen, in jeder Hinsicht besser als der Lynx 6x6. Also die klassische Definition von Power Creep, so wie das der Defender quasi besser ist als der IS-3. So wie der Progetto 46 zumindest ein kleines bisschen besser ist als der Pantera. Aber hier unterscheiden sich die beiden enorm. Der EBR 75 hat eine bessere DPM. Er hat zwar nicht 240 Alpha-Schaden, aber 2x175 Alpha-Schaden. Und wer rechnen kann, der stellt ziemlich schnell fest, dass das deutlich mehr ist als 240. Also auch hier schlägt der EBR 75 den Lynx, wenn es darum geht zu traden, weil der EBR auch so schnell seine Schüsse raushaut, dass er meistens sowieso zwei anbringen kann. Der EBR 75 hat 75 Durchschlagskraft auf der HE-Munition. Da muss man auf jeden Fall sich in Acht nehmen. Der Lynx hat zwar mit der 90mm Kanone 90 mm Durchschlagskraft auf der HE, aber der große Unterschied von den 15 mm, beziehungsweise der Unterschied von 15 mm ist jetzt nicht so gehörig. Was kann der EBR 75 noch besser? Er hat ein besseres Gunhandling. Die Einziehzeit hier bei dem Lynx 6x6 ist 1,53, beim EBR 75 ist es eine Sekunde, also 1,15 Sekunden. Runden wir mal ab zu einer Sekunde. Also das ist schon wirklich heftig. Und auch bei der Genauigkeit ist er um 0,02 besser. Der Lynx hat eine Genauigkeit von 0,38 in der Basisvariante. Und der EBR 75 kommt auf 0,36. Also auch die genauere Kanone. Die Dispersion-Werte sind gleich. Wo der Lynx dann wieder abstinkt, würde ich mal sagen, ist bei der Engine Power, nur 285 PS bei dem besten Motor für den Lynx. Der EBR 75 kommt auf 525, kann deswegen 60 km/h fahren, der Lynx nur 58, und Besonderheit beim EBR, er schafft es auch rückwärts 60 km/h zu fahren, und der Lynx schafft es nur auf 40 km/h rückwärts. Also das ist schon so ein bisschen ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und jetzt kommt nochmal eine Besonderheit. Also erstmal hat der EBR 75 ein bisschen mehr Panzerung, also 40 mm gegen die 20 mm, die der Lynx 6x6 hat. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man sich wundert, warum bei dem Lynx so häufig die Treffer penetrieren und bei dem EBR 75 eben nicht, dann liegt das daran, dass der Lynx 6x6 nur drei Achsen hat, drei Räder auf beiden Seiten, und der EBR 75 vier Achsen. Das heißt, wenn wir uns da mal das Wrack da angucken, ihr seht, dass die Räder stehen alle dicht an dicht und die absorbieren das Ganze. Zusätzlich, wenn wir uns jetzt hier nochmal den Panzer angucken, der Aufbau vom Lynx 6x6 viel größer als der Aufbau vom EBR. Auch das nochmal ein wesentlicher Vorteil vom EBR. Also das ist schon, ich will jetzt den Lynx nicht schlecht reden, aber wie gesagt, für mich ist das Power Creep in Reinform, dass der Premium-Panzer so viel besser ist. Kommen wir jetzt aber wieder zurück zum Lynx.
Die Sichtweite, ihr seht es, ist 310 Meter Basissichtweite. Selbst wenn ihr eine gute Crew habt, kommt ihr da nicht auf wirklich adäquate Werte. Und zusätzlich, dadurch, dass es mein Beginner-Account ist, verzichte ich hier tatsächlich auch auf Rationen. Einfach, weil ich, während ich natürlich grinde, auch möglichst viele Credits noch nebenbei verdienen will. Das ist auch der Grund, warum ich hier keine Premium-Munition dabei habe. Einfach, weil ich versuche, mit der Standard-APCR und der HE so viel rauszuholen, wie es nur irgend geht. Wo liegt jetzt also die Spielweise vom Lynx? Ich würde sagen, dass dieses reinrassige Radpanzergejodel fängt eigentlich erst ab der Stufe 9 wirklich an, wo die Panzer die nötige Geschwindigkeit auch aufweisen, wo die Panzer quasi, wo man diese First Spots generieren kann. Beim EBR 105 ist es dann quasi die, möchte man sagen, Königsdisziplin. Der Lynx, wenn ihr damit jetzt am Anfang und beim EBR Hotchkiss und beim AMD, den beiden Vorgängern auf der Stufe 7 und 6, ist es noch schlimmer. Wenn ihr da jetzt versucht, am Anfang aggressive Spots zu liefern mit eurer nicht vorhandenen Sichtweite und der ja, relativ bescheidenen Geschwindigkeit, auf die auch der ein oder andere Kettenlight kommt, dann haben die Gegner meistens keine Probleme, euch auch in der Fahrt zu treffen. Die Kunst mit den Panzern ist es hier, am Anfang einigermaßen verhalten zu agieren, so wie wir das jetzt hier machen. Erstmal versuchen, wichtige Positionen oder Flanken zu halten. Und dann... Ah, jetzt greift mich hier der Progetto an. Den können wir rausnehmen. Also, erstmal, so wie jetzt hier zum Beispiel auf Geisterstadt. Wir sind jetzt hier hochgefahren, haben eigentlich die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als hier Damage ausgeteilt und diesen Busch genutzt, um zu spotten. Wir halten im Prinzip eine Flanke. Und ihr solltet auch am Anfang der direkten Konfrontation mit allen anderen Lights aus dem Weg gehen. Mit höherstufigen Radpanzern, mit gleichstufigen Kettenlights etc. Die haben in der Regel eine bessere DPM als ihr. Die haben zum Teil eine bessere Panzerung. Und wenn ihr das schon macht, dann ladet auf jeden Fall HE. Ich hatte es ja schon angesprochen. 90 mm Durchschlagskraft auf der HE, wenn sie dann penetriert. Okay, der Skorpion wollte jetzt hier unbedingt auf uns drauf. Also wenn sie penetriert, habt ihr einen Alpha-Schaden von 320. Und das haut mal ordentlich rein. Da kann man schon einiges mit machen. So, wir konnten jetzt hier auch noch den E75 TS rausnehmen. Und ihr seht schon, wir sind jetzt hier gar nicht, wir haben jetzt gar nicht groß von der Mobilität Gebrauch gemacht. Das kann man auf einigen bestimmten Karten oder in einigen bestimmten Spielsituationen. Wenn ihr diesen Panzer erfolgreich fahren wollt, dann würde ich euch ganz dringend davon abraten, immer sofort das Jodelprogramm aufzusetzen. Das könnt ihr dann später mit dem 9er und dem 10er ganz gut machen. Damit könnt ihr dann auch gegnerischen Scouts eigentlich verwehren, irgendwie in Scout-Position zu fahren. Ihr kriegt ein bisschen mehr Sichtweite dazu, eure Crew wird besser. Ab dem 9er würde ich dann wahrscheinlich auch die Radpanzer mit Rationen tatsächlich fahren. Hier in dieser Tierstufe würde ich euch, wie gesagt, tatsächlich noch ans Herz legen, das Ganze ein bisschen mit mehr Bedacht zu spielen und einfach auf eure Gelegenheiten warten, die Gelegenheiten dann nutzen und dann im Late Game quasi eure Mobilität auszuspielen, um einzelne isolierte Panzer rauszuholen, um vielleicht nochmal die Arti anzugreifen für euer Team, dann durch eine Flanke durchzubrechen, die Arti rauszunehmen oder ein TD zu spotten. Wenn ihr am Anfang voll Karacho fahrt, ob das nun der 6er der AMD ist, ob das der 7er EBR Hotchkiss ist oder jetzt hier der Lynx 6x6, das wird in der Regel ziemlich schnell bestraft. Und dieser Lynx 6x6, der kann zwar auch mit den Rädern ganz gut hier und da mal Schaden absorbieren, aber längst nicht so krass wie dann der EBR 75, der EBR 90 und der EBR 105. Die sind da wirklich, was das angeht, schon, würde ich sagen, schon ein bisschen overpowered. Bei dem Lynx 6x6, ihr seht das auch, ist so ein bisschen so eine Kastenform. Wenn der getroffen wird, dann ist es halt häufig dann auch der vernichtende Treffer oder beziehungsweise ein Durchschlagstreffer. So, ich lasse jetzt den Stritzmann hier mal alleine, habe den Skorpion rausgenommen und werde mich jetzt aufmachen, den Arti zu suchen. Der Stritzmann, denke ich, hat da ganz gute Chancen, den gegen den Uni zu bestehen. Vielleicht kommt der Uni auch zurückgefahren zu seiner eigenen Base. Auf jeden Fall sollte der Stritzwan gar kein Problem haben, den Uni zu outspotten und ihn dann auch zu penetrieren.
Und wenn wir jetzt noch den RNG-Faktor aus der Runde rausholen können, denke ich, dann haben wir hier eine ganz gute Runde abgeliefert. Da steht die Arti. Jetzt leider keine HE mehr, weil ich die ganze Zeit HE gespielt habe. Es gibt schon unglaublich viele Panzer, auch die man auf der Tierstufe, dann habt ihr gesehen, mit HE durchschlagen kann. Manchmal ist es dann ein bisschen komisch, warum man sie dann nicht durchschlägt. Zum Beispiel die Treffer allesamt auf den Progetto, aber auch ein Treffer auf den Skorpion G, haben dann nicht durchschlagen. Manchmal ist das nicht so ganz zuverlässig. Trotzdem spiele ich den Panzer mit sehr viel HE, einfach um im Zweifel dann die Gegner auch für Schaden tracken zu können, zumindest für ein bisschen Schaden Decaps bringen zu können, weil ich jetzt hier an der Stelle auch auf Premium-Munition verzichte. Ich denke, wie gesagt, das war eine ganz gute Runde. Wir haben vielleicht noch den einen oder anderen Schuss blind getroffen. Die Postgame-Stats gucken wir uns nachher an. Ja, auch hier haben wir wieder eine Karte, die tendenziell zum Jodeln geeignet ist natürlich. Aber wir haben auf der Gegnerseite auch drei Lights. Einmal den LP-432, der einen sehr krassen Tarnwert hat und eine deutlich bessere Sichtweite als ihr. Dann haben wir noch einen EBR-75, der halt aus der Fahrt deutlich besser trifft als euer Panzer. Und dann haben wir nochmal unser Pendant, den Lynx 6x6. Die Lights sind immerhin fair verteilt, auf beiden Seiten die gleichen Lights. Jeweils ein Lynx, ein LP-432 und ein EBR. Aber auch in so einer Situation würde ich am Anfang darauf verzichten, sofort jetzt hier den Mega-Jodel übers Feld zu machen, so wie das viele, viele Leute dann immer gerne tun. Warum? Weil ihr dann, wenn die Gegner nur halbwegs schießen können, sofort aus dem Spiel genommen werdet. Da solche Geschichten wie zum Beispiel der EBR, dem wir hier ein schönes Brett mitgeben konnten, waren zwar nur 231 Schaden, aber er hat immerhin schon mal gemerkt, er ist nicht unbesiegbar. Dem Lynx würde ich halt auch gerne noch eine mitgeben. Hat leider nicht funktioniert. Also, was ich sagen will, ist, haltet euch am Anfang raus, macht nicht so eine Scheiße wie die beiden EBR da hinten, sich einfach gegenseitig klatschen, sondern vielleicht auch mal sowas probieren auf Distanz, den Lynx 6x6 jetzt noch getroffen. Der EBR 75 ist jetzt One-Shot für uns. Ich habe jetzt einfach nochmal hingeschossen auf gut Glück. Wenn sowas dann trifft, dann freut man sich natürlich. Wenn er nicht trifft, ja okay, dann man hat es zumindest probiert. Aber dieses krasse Reingejodel, was man immer, warum ist, deswegen heißt es ja auch Jodeln, was man immer so sieht von den Leuten, das ist halt, wie gesagt, auf dieser Tierstufe noch nicht wirklich effektiv. Das kann man später, wie gesagt, wirklich machen mit dem EBR 105. So, der EBR 75, da haben wir auch nochmal ganz kurz die Fliegenklatsche ausgepackt, ist jetzt auch draußen. Also mit dem EBR 105 später funktioniert dieses Prinzip tatsächlich. Leider muss man sagen, funktioniert dieses Prinzip, weil er dann halt mit 100 km/h da durch die Gegend kracht. Und wenn ihr dann auch noch durch die Mobilität, die nochmal verbessert ist, so Haken schlagt, dann wird das schon unglaublich schwer, den Radpanzer auch verlässlich zu treffen. Mit den 80 km/h hier seid ihr zwar schon einigermaßen mobil, aber es ist halt noch, es sind halt keine 100 km/h, da fehlen noch 20 km/h. Und mittlerweile haben sich viele Leute auch so ein bisschen an die Geschwindigkeit von den Radpanzern gewöhnt. Ich würde mich da auch mit einschließen, einfach weil mein Hass auf die Radpanzer auch so groß ist. Habe ich ganz gut mich angepasst und man erkennt dann auch irgendwann so Bewegungsmuster, wie viele Leute fahren, wo man dann auch nicht mehr so die allergrößten Schwierigkeiten hat vorzuhalten. Ein weiterer Grund, warum ihr euch am Anfang des Gefechtes das Jodeln sparen solltet, eure HP aufbewahren für das Late Game. Werden wir in dieser Runde auch sehen, warum das von Vorteil sein kann. 3-5, es sieht nicht so gut aus für unser Team, aber wir haben die Stadt gewonnen. Und jetzt möchte man sagen, ja gut, du bist ein Light, du stehst da hinten im Busch, was machst du da eigentlich? Ich warte tatsächlich, bis die anderen Lights zumindest mal aufgetaucht sind. Der LP-432 fehlt noch komplett. Der Lynx 6x6, zumindest der, sollte tot sein. Dann können wir gegenüber dem LP-432 unseren Geschwindigkeitsvorteil ausmachen. Aber dieses, wie gesagt, diese Geschichte, dass ihr
am Anfang der Runde in den gegnerischen Radpanzer, sowas wie die beiden EBR das gemacht haben. Der Lynx hat es aber auch nicht unbedingt viel besser gemacht. Da reinkrachen, sich gegenseitig beschießen und dann noch beide Seiten hoffen, dass die eigenen Mitspieler besser treffen als die Gegenspieler. Das ist halt irgendwie, da kann man auch Roulette spielen und immer auf Zero-Spiel tippen. Ich persönlich möchte halt lieber das Ganze so spielen, dass ich das Gefühl habe, ich vertraue nicht nur auf RNG und nicht nur auf meinen Radbonus, sondern habe auch noch die Chance, da selber was mit zu entscheiden. 5-7. Wir haben jetzt beide Lynx rausgenommen. Unser Skoda hat sich da in eine eklige Position gebracht. Der pinkt mich auch schon die ganze Zeit an. Er hat jetzt halt den Fehler gemacht, dass er da gegen drei Gegner da unten sich ins Bachbett rein wastet. Da wäre es schlauer jetzt ehrlich gesagt gewesen, wieder zurückzukommen, anstatt sich da jetzt selbst zu isolieren. Wie gesagt, der Progetto hat noch gefehlt, der LP hat noch gefehlt. IS-3 wurde eigentlich schon mal da in Richtung der Base gespottet. Also das sind so Sachen, klar möchte man dann auf der anderen Flanke weiter angreifen, aber zu zweit mit dem VK im Nacken ist das jetzt ehrlich gesagt eher nicht die beste Idee. Jetzt könnte man dem Light natürlich wieder oder dem Radpanzer wieder vorwerfen, dass er hier hinten campt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Kanone im Spiel halten bedeutet manchmal, dass man sich selbst die Chancen auf den Sieg erhält. So, wir haben jetzt da unten den Stritzwahn und langsam kommen wir so in die Region, wo man dann anfangen könnte zu jodeln. Muss natürlich aufpassen, so ein Leopard PTA mit seiner APCA zum Beispiel, der hat eigentlich auch keine Probleme, euch zu treffen. VK hat es da nochmal rausgeschafft, hat sich nochmal zurückgezogen. Genau so muss das sein. Wäre besser gewesen, wenn der Skoda das auch gemacht hätte. So, und jetzt können wir anfangen, hier zu gucken, ob wir irgendwas für unser Team aufmachen können. Die Reihen haben sich gelichtet. Es ist einigermaßen klar, wo die Gegenspieler stehen. Da unten steht zum Beispiel jetzt ein Stritzwahn mitten auf der Straße. Dem können wir auch noch mal kurz einen mitgeben. So, der Stritzmann ist draußen. Der Leopard PTA muss da unten noch irgendwo stehen. Wir können jetzt hier noch mal gucken, ob wir hier auf der Seite noch irgendwas finden. Da ist der Progetto. Hat uns auch gespottet. Schießt aber gerade auf den VK. Das nutzen wir aus, um ihm eine mitzugeben. Leider haben wir den VK jetzt verloren, aber konnten zumindest dem Progetto noch mal eine mitgeben. Jetzt ist er One-Shot durch den Treffer noch vom FV. 10-10. Und jetzt ist meiner Meinung nach so, seit dem 8-8 ist so der Moment gekommen, wo ihr wirklich euren Vorteil ausnutzen könnt, wo ihr eure Mobilität nutzen könnt. Klar, der LP-432 lebt immer noch. Der hat eine viel, viel krassere DPM als ich und der penetriert mich eigentlich auch mit jedem Schuss und ich muss da schon schauen. Außerdem haben wir hier noch einen Leopard PTA. Da muss ich jetzt hoffen, dass mir der T-54 hilft. Ich will ihn versuchen offen zu halten. Und wenn es geht, jetzt meine Geschwindigkeit gegen einen einzelnen Panzer einsetzen. Den konnten wir auch penetrieren. Ich versuche mich tief zu halten, dass der LP nicht auf mich feuern kann. Der T-54 macht das, was er machen soll. Mir hier helfen gegen den Leopard. Wir zünden ihn an. T-54 nimmt ihn raus. Und wir haben uns so tief gehalten, dass der LP jetzt Gott sei Dank mal einen Schuss in den Reifen hängen geblieben. Aber das sind so die Momente, auf die ihr eigentlich wartet. Ja? Dass ihr isolierte Panzer, einzelne Panzer anfahren könnt, umfahren könnt, aber nicht vor irgendwie 6 oder 7 Kanonen einfach querfahren, alles aufmachen. Gerade zum Beispiel auf so einer Karte wie Highway. Wo ich jetzt hier lang fahre, hätte ich natürlich auch ganz am Anfang hier reinkrachen können. Hier hinten alle TDs, alles aufmachen. Aber das große Problem daran ist, ja toll, dann habt ihr einmal alles aufgemacht, werdet aber auch gleichzeitig beschossen, verliert vielleicht sogar auch einen Großteil eurer AP. Und kein Mensch kann da drauf schießen, weil die eigenen Leute einfach noch zu weit wegstehen, weil ihr viel zu schnell in eurem Radpanzer seid und viel zu schnell die Spots geliefert habt. Auch daran immer denken, ja, wenn ihr euch dann denkt, ja okay, ich habe jetzt hier alle aufgemacht, dann kann es durchaus sein, dass eure Mitspieler noch gar nicht in Position sind. Jetzt in so einer Situation war es hier mir möglich, aufgrund der Geschwindigkeit einfach zu sagen, komm, wir haben jetzt da hinten erstmal Feuerwehr gespielt,
haben jetzt die Arti rausgenommen, den RNG-Faktor. Und jetzt haben wir dem T54 quasi die Möglichkeit gegeben, hier hinten, was er auch macht, Halldown zu spielen. Wäre die Arti jetzt noch im Spiel, könnte sie einfach dem T54 aufs Dach scheißen. Deswegen war es jetzt wichtig, dass sie verschwindet, sodass er da vorne mit seiner Turmpanzerung spielen kann. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwie zu zweit... Ich würde sagen, das jetzt ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe jetzt leider nur noch HE, weil ich am Anfang die ganze APCR genutzt habe. Schon wieder drunter geschossen. Jetzt muss mir der T54 helfen und er ist zur Stelle. Er wollte mich rammen. Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft, hier loszukommen. Jetzt rammt der T54 ihn. Ah, T54 spielt das hier super. Hat mir gegen den Leopard schon geholfen, hat seine Kanone im Spiel gehalten, hilft mir jetzt hier auch hervorragend gegen den LP. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, indem ich ihm die Arti vom Hals gehalten habe, sodass er hier quasi spielen kann. Und jetzt müssen wir gucken, Gott sei Dank schießt der IS-3 daneben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie mit unserer HE noch irgendwas Brauchbares anstellen. Jetzt versucht ihn zu tracken. Jetzt muss ich hier das Progetto-Frack als Deckung nehmen. Aber mit HE frontal gegen den IS-3, eigentlich kann ich jetzt nur für Verwirrung sorgen und hoffen, dass der T54 das dann in der Situation ausnutzt. Jetzt auch nur noch 3 Schuss. So, der IS-3 fährt immer weiter. Jetzt habe ich kurz den Moment genutzt, um hier abzutauchen, um vielleicht nochmal einen besseren Winkel zu bekommen. Um zumindest mit der HE decappen zu können. Okay, jetzt ist er gänzlich hinten aus dem Cap rausgefahren. Hierdurch brauche ich jetzt mit HE auch nicht schießen. Das würde jetzt hier in dem Wachturm hängen bleiben. T54 macht das nicht schlecht, fährt hinten links rum. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt gedacht, dass ich hier nochmal irgendwie einen Schuss provozieren kann und der vielleicht daneben geht oder so. Aber hat der IS-3 jetzt seinerseits gut gemacht, hat mich getroffen, mich rausgenommen. Jetzt habe ich leider, das war jetzt dumm von mir, die Runde bis hierhin, würde ich sagen, gut gespielt. Aber der Fehler war jetzt blöd. Jetzt habe ich quasi den T54 hier alleine gelassen. Er kann jetzt den Schuss nochmal machen, hat den ersten leider nicht getroffen. Ich hätte jetzt einfach nochmal blind geschossen. Macht der T54 hier nicht. Aber das wäre jetzt so eine Sache, da hätte ich jetzt wahrscheinlich, weil man gesehen hat, okay, der war erst getrackt und ist sehr, sehr spät losgekommen, hätte ich wahrscheinlich nochmal versucht, blind zu schießen. Er steht jetzt da hinter den Silos. Schön vorsichtig macht der T54 das hier. Hat ihn jetzt getrackt und damit gleichzeitig gedecapped und wahrscheinlich kann er ihn dadurch auch penetrieren. Schöner Treffer. Also ich würde sagen, das war hier nochmal ein richtig schönes Teamplay zum Schluss. T54 hat mir außerordentlich gut gefallen, außerordentlich gut geholfen und ich denke, wir haben uns hier zum Schluss auch gut ergänzt. Wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten, hätten wir nicht den LP, den Leopard und die Arti rausbekommen. Also von daher hier auch nochmal an Maximus 2911. Good Game und ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde auf Geisterstadt war tatsächlich ein Panzerass. Wir haben die Kriegermedaille geholt. Schauen wir einmal ganz kurz auf die Teamscore. 2894 Schaden, 6 Kills, 1328 Basiserfahrung. Gucken wir nochmal ganz kurz auf den detaillierten Report. 26 Mal geschossen, 20 Mal getroffen, 13 Mal penetriert. 1200 Unterstützungsschaden, also alles in allem knapp 4000 kombiniert. In 9 Minuten 51 und weil wir halt sehr sparsam unterwegs sind mit nur Standardmunition und HE, 63.830 Credits plus gemacht aufgrund von Credit Boostern, also persönlichen Reserven, die ich nebenbei laufen habe, um wie gesagt mir dann auch den Neuner leisten zu können. Dann war die zweite Runde unsere erste Gunmark und auch ein Panzerass. Wir haben hier die Neidins Medal bekommen.
weil wir alle Lighttanks zerstört haben, 3 Stück an der Zahl, den Panhard EBR 75, den LT 432 und den Lynx 6x6. Also das ist halt so eine Sache, das ist eigentlich auch in vielerlei Hinsicht euer Hauptauftrag, die gegnerischen Lights davon abhalten, eure Panzer zu spotten. Und wie gesagt, tut euch selber den Gefallen, geht nicht diese Jodelduelle gegen andere Radpanzer ein. Ihr werdet da häufig den kürzeren ziehen, einfach weil die Gegner dann einfach auch noch aus der Base auf euch feuern können. Lieber erstmal am Anfang kontrolliert passiv spielen und dann im Late Game glänzen. Das ist eigentlich die erfolgreichere Variante, nicht nur für die Radpanzer, sondern auch generell für alle Lights. Schauen wir hier ganz kurz drauf, 3.995 Schaden, 4 Kills, 1.369 Basiserfahrung. Auch der T-54 hier ein hervorragendes Spiel gemacht, 3.719 Schaden, 4 Kills, 1.305 Basiserfahrung. Auch noch 2.371 Schaden gespottet. Also sehr geile Runde, sehr gutes Teamplay, wie ich fand. Und ja, hier haben wir 2.222 Schaden über 300 Meter gemacht, 1.377 Unterstützungsschaden, also gute 5.300 kombinierter Damage und insgesamt hat die Runde 11 Minuten 55 gedauert und auch hier haben wir 41.400 Credits plus gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt auch nochmal so ein bisschen den Unterschied von mir herausgestellt bekommen zum EBR 75, der halt leider der deutlich stärkere ist. Und vielleicht auch noch konntet für euer eigenes Gameplay, nicht nur für, weil alles das, was ich jetzt hier gemacht habe, dafür braucht man keinen Radpanzer, das kann man auch mit Kettenlights machen. Also selbst wenn das jetzt hier ein Lynx 6x6 war, würde ich sagen, mit einem LT 432 oder einem HWK 30 wäre ein ähnliches Gameplay hier auf jeden Fall möglich gewesen. Von daher denke ich, dass alle vielleicht ein bisschen was da mitnehmen können. Ja, ansonsten würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!